Auf diesem YouTube-Kanal predige ich euch seit Jahren das Motto, keine Ausreden. Ich predige es euch sogar so sehr, dass ich es mir unter die Haut habe stechen lassen im Rahmen einer Challenge. Doch ist das Ganze nur Gelabere? Das möchte ich mit euch gemeinsam herausfinden. Denn ich bewerbe mich hiermit für die neue Staffel 7 vs. Wild. Liebe YouTube-Community, lieber Fritz und alle anderen da draußen, die mich noch nicht kennen. Ich bin The Franklin aka die Hamsterbacke. Ich drehe auf diesem Kanal eine Menge Wettessen und Essens-Challenges, wie zum Beispiel 20.000 Kalorien in 24 Stunden essen. Ich habe in meiner YouTube-Laufbahn aber auch schon etliche andere Challenges, wie zum Beispiel ohne Vorbereitung in 24 Stunden einen Mammutmarsch zu machen, absolviert. Oder letztes Jahr ohne Vorbereitung mit dem Fahrrad in 7 Tagen einmal durch ganz Deutschland. Ich bin also einigermaßen fit. Und für den heutigen Tag und für dieses Video habe ich mir auch was Kleines überlegt. Wir haben jetzt 13.01 Uhr und das hier ist Suki, einer unserer Hunde. Und ich werde anlässlich 7 vs. Wild ihr 7 Stunden hinterhergehen und mal nachschauen, wo wir nach 7 Stunden rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wo sie lang geht. Ich gehe hinterher. 13.24 Uhr. Ich musste noch an einen kleinen anderen Ort fahren, Leute. Und ab jetzt beginnt die Challenge. Ich habe das natürlich noch nie gemacht. Aber ich hatte den Gedanken schon häufig, ihr einfach mal so hinterher zu gehen. Und mal zu schauen, wo man dann rauskommt. Vielleicht ergibt sich auch so ein Pendulum, dass ich quasi gehe und sie geht, weil ich gehe. Und dann gehen wir immer weiter. Die Frage ist natürlich auch, wo befinde ich mich gerade? Jetzt in diesem Moment befinde ich mich bei meiner Heimat. An der deutsch-österreichischen Grenze, wo ich auch groß geworden bin. Am Silvensteinspeicher. Wunderschöne Natur. Die ersten 1,2 Kilometer hat Suki mich einfach den Berg hochgezogen. Immer diesen Weg entlang. Bis wir jetzt hier bei so einer Quelle angekommen sind. Und ich merke jetzt schon, ich habe ziemlich Durst. Und wir haben eine Sache bei 7 vs. Wild gelernt, wenn sowas aus einer Quelle rauskommt, das ist eigentlich ein Jackpot. Deswegen dachte ich mir, das nutze ich mal ganz kurz. 7 vs. Wild wird ja dieses Jahr eine Partner-Edition. Deswegen ist Suki quasi auch mein Partner, beziehungsweise meine Partnerin, die jetzt hier dabei ist. Und ich weiß ja auch nicht, worauf ich mich da einlasse, wer mich begleiten wird, wer die andere Wildcard gewinnen könnte. Genauso wenig weiß ich heute, wo sie mich hinführt. Nach ein paar Metern hatte sie dann spontanerweise beschlossen, umzudrehen und den Weg wieder zurückzugehen. Während ich den Weg jetzt wieder zurückgehe, weil sie wieder vorne lang geht, beantworte ich euch ganz kurz die Frage, wie viel Survival-Erfahrung ich mitbringe. In etwa genauso viel wie die Prank Bros für reale Challenges und Pranks. Ich habe mal vor ein bisschen über 2 Jahren einen 7 vs. Wild Selbstversuch mitten im Winter gedreht. Bei recht hohem Schnee, Minusgraden, habe ich versucht, über 48 Stunden mit den Regeln von 7 vs. Wild zu überleben. Da aber diese ganzen Regeln mit kein Trinken und sowas für 48 Stunden zu easy wären, habe ich noch einen 50 Kilometer Marsch drangehangen mit dem ganzen Gepäck. Für diesen Selbstversuch habe ich mir zum Beispiel Sachen wie einen Feuerstahl, Mora Knife und Co. gekauft und das Ganze auch beigebracht, damit umzugehen. Ich habe die 48 Stunden natürlich auch überstanden und da wäre noch mehr gegangen. Außerdem habe ich zum Beispiel auch bei der Fahrradchallenge mehrfach draußen übernachtet. Letztes Jahr einen Overnighter auf dem Berg gemacht, wo ich den Vater meiner Freundin gefragt habe, ob ich seine Tochter heiraten darf. Also schon ein paar Sachen in die Richtung gemacht, aber wirklich Erfahrung bringe ich nicht mit. Oh nee, die geht da schon wieder rein. Oh oh, ich befürchte was. Meine Befürchtung ist wahr geworden. Sie hat angefangen, jetzt hier irgendeine Route aufzunehmen und geht jetzt hier irgendwo im Dickicht entlang. Die Regel ist, ich gehe hinterher, ich habe sie auch angeleint. Gottes Willen, ich weiß jetzt nicht, wo wir rauskommen. Aber das weiß man bei 7 vs. Wild halt auch nicht. Wo gehst du denn bitte lang, Alter? Da geht's senkrecht runter, Alter. Was willst du denn mit mir machen? Wir sind jetzt noch ein paar hundert Meter weiter oben und sie hat so eine Route aufgenommen. Von dem Weg hier. Wir waren ja auch noch nie, also ich bin noch nie lang gegangen. Wir gehen lieber da lang, ja genau. Wir gehen jetzt in der Zwischenzeit hier diesen wunderschönen Weg lang in der Natur. Der Weg, wo mich die kleine Maus lang führte, führte im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein, sowie über etliche Bäche. Und teilweise musste ich auch hochklettern, weil es wirklich steil bergauf ging. Nach 80 Minuten gehen, habe ich dann auch erstens gemerkt, wie beknackt ich mit so einem Hut aussehe. Wir sind an so einem Weg rausgekommen wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr schlimmer findet, den Hut von gerade eben oder diese Brille. Ganz da unten seht ihr die Isar lang fließen, da würde ich gerne rauskommen. Und die ganzen Höhenmeter von da unten bis hierher sind wir jetzt gerade alles hochgegangen. Ich glaube, sie wird auch als Grizzlybär durchgehen. Und diese Natur könnte auch als Kanada oder Alaska durchgehen. Es wäre für mich also wahrscheinlich überhaupt gar keine Umstellung, außer dass ich weniger essen muss, weil ich ein echt Vielfraß bin. In Kanada und Alaska selber war ich persönlich aber noch nie. Umso mehr wird es mich reizen. Und wie ihr hier seht, hat die kleine Maus auch wirklich jede Abzweigung selber bestimmt. Und dann sind wir auch unten an der Isar angekommen. Und Suki hat schon bestimmt, sie will jetzt hier runtergehen. Es hat wirklich funktioniert. 2,5 Stunden unterwegs, 8 Kilometer haben wir hinter uns gelegt und es ist 15.47 Uhr. Sie geht selber schon vor, will da gerne rein. Ich glaube, sie will da rüber und das machen wir jetzt auch. Schuhe aus. Ja, du kleine Wasserratte. Schwimmst da schon. Ach. Super machst du das, ja ganz fein. Was willst du den Leuten sagen, ne? Lebt den Julian, ich weiß schon, ist okay, willst du auch was? Nächstes Jahr, ja ich weiß, Diskriminierung für Hunde. Nächstes Jahr sollte es auch eine Wildcard für Hunde geben. Wir beide hatten den perfekten Spot gefunden am Wasser und super, um eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Und ich meine, die Natur, wie ihr sie seht, sieht einfach schön aus. Ganz vorne am Horizont ist der See, wo ich losgegangen bin. Und da führte meine Route mich mehrere hundert Meter hier nach oben auf den Berg. Immer entlang am Tal der Isar, bis wir dann letztendlich unten angekommen sind und es auch Zeit wurde, dass wir uns auf die Suche nach Essen machen. Und hier habe ich Suki mit ihrem Geruchssinn losgeschickt, um mir etwas Leckeres, Nahrhaftes, fast schon einen echten 7 vs. Wild Klassiker aus der Natur zu bringen.
Komm mal her, was hast du denn da im Mund? Ja, was hast du gesammelt? Was haben wir denn da? Ah, sie hat ein paar Blaubeeren gesammelt. Ah, so Beeren sind, glaube ich, Sachen, auf die man sich in Alaska und Kanada einstellen kann. Genauso wie die Tatsache, dass man sich mal schnell in den Ameisenbau reinsetzt. Was anderes habe ich mir persönlich heute auch nicht zu essen mitgenommen. Thema Essen ist aber, glaube ich, eine Sache, bei dem ein wichtiger Punkt für die kommende Staffel vergessen wird. Und zwar, dass man die Ration und das Essen, was man sammelt, zum Beispiel jetzt hier so schöne Beeren, durch zwei teilen muss. Man kann natürlich doppelt so viel sammeln. Man hat aber ja auch nicht unbegrenzt Ressourcen. Für mich persönlich aber die größte Challenge und auch mit Abstand der Punkt, wovor ich am meisten Respekt habe, sind die ganzen Wildtiere. Wir sprechen hier von Bären und Co. Wobei wir die hier bei uns in den Bergen letztes Jahr auch hatten. Genau in der Nacht, wo ich einen Overnighter auf dem Berg gemacht habe, war in dem Gebirge hier, wo ich gepennt habe, ein Braunbär unterwegs. Das ist kein Wild. Und darf ich fragen, was du mich so anschaust, Zuki? Willst du, dass ich dir was zu essen hole? Das war ein ganz klares Nicken. Wo kann ich ihr denn jetzt hier noch was besorgen? Oh, da ist ein alter 60-jähriger Mann, wo was Schönes aus der Hose hängt. Ich schicke ihm jetzt ein Schwanzbild. Er hat nur gesagt, ich soll mich einmal rücken. Die hast du dir mehr als verdient. Du warst so tapfer und bist so gut gegangen heute. An das Thema Kälte bin ich persönlich auch schon gewohnt, da ich regelmäßig Eisbaden mache. Und zum Beispiel auch der Fluss, in dem ich gerade sitze, hat ein bisschen über 6 Grad. 16.48 Uhr. Nichts mehr mit schönem Wetter. Es fängt an zu regnen. Vielleicht könnt ihr auf dem Wasser schon die ersten Tropfen erkennen. Regen ist ein flüssiger Sonnenschein. Wir packen die Sachen ein. Trotz des bisschen Regens war die Natur weiterhin wunderschön. Und nachdem wir 5 Stunden in der Challenge waren, habe ich mich mal dran probiert, selbst Feuer zu machen. Feuer habe ich auch gemacht. Nach 5 Stunden 42 Minuten um 19.03 Uhr bin ich eine Gesamtstrecke von 14 Kilometern gegangen, habe insgesamt 2000 Kalorien verbrannt. Und muss leider auf die letzte Stunde verzichten, weil Suki sich an der Pfote verletzt hat. Ich habe nur gesehen, dass sie gehumpelt ist. Die hat überhaupt nichts angegeben, aber die hat sich da irgendwie geschnitten. Das ist gar nicht cool. In dem Sinne brechen wir das Ganze ab. Meine Freundin wird mich jetzt abholen. Ich würde mich freuen, wenn ich bei 7 vs. Wild mitmache. Wir hoffen, dieses Bewerbungsvideo hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, Leute. Bis dahin, over and out. Ciao.